Morgen Leute, in Prell regnete es, die kam zuletzt Nacht und wir dachten schon, wir konnten heute nicht weiterfahren. Jedenfalls sind wir jetzt unterwegs in Richtung Pizzanolog und die Straßenverhältnisse sind recht gut. Allerdings teilweise läuft mal wieder Wasser von den Wagen herunter und wir sind hier auf so einer kleinen Raststätte. Rest Area, wie die das hier so nennen. Na, Doggy. Nebel in den Bergen. Da hinten ein Baum gefällt, jedenfalls die Äste entfernt. Hier passierte das Ganze schon. Kleines Restaurant. Da wird Fleisch gegrillt. Was haben wir denn hier? Bratwurst im Rondell. Ja. Hier noch ein größeres Restaurant. Keine Ahnung, was mit Kai los ist. Sie will hier nicht essen. Eben sah ich, dass in der Gegend auch Weintrauben und Erdbeeren angebaut wurden. Allerdings nur vereinzelt. Auch hier kam ordentlich was runter und Kai bewacht das Moped. Wir sind jetzt schon seit geraumer Zeit auf der Route 11 unterwegs. Die Landschaft wird zusehends flacher, um nicht zu sagen eben. Kaum noch Berge und zu meinem Bedauern auch fast keine Kurven mehr. Bis Pizzanolog werden es noch ca. 27 Kilometer und eigentlich wollten wir ja da übernachten. Aber ich überlege, ob wir noch ein Stück weiterfahren Richtung Korat. Ja, und eine Polizeikontrolle blieb uns unterwegs auch mal wieder nicht erspart. Die Jungs meinten, ich wäre zu schnell gewesen. Und ich konnte mich ja noch rausreden, wie kann ich mit einer 250er, zwei Personen und jede Menge Gepäck zu schnell sein. Naja, nochmal gut gegangen, ich brauchte nichts zu zahlen. Und naja, die lachten dann zum Schluss auch. War okay. Wir sind seit, ich weiß nicht wie vielen Kilometern, auf der Route 11 unterwegs. Der Bewuchs überall gleich, kein bisschen Abwechslung, langweilig. Bin selten so eine langweilige Strecke gefahren, wenn überhaupt. Habe eine Tanke angefahren und ich brauche einen Kaffee. Die Ersatzfeiertage der Thais für Songkran gehen heute zu Ende. Entsprechend viel Verkehr ist auf allen Strecken. Schönes Auto. Ich hoffe, Kai hat schon mal einen Kaffee bestellt. Jedenfalls auf der Strecke kann man nur stur Kilometer runterspulen und hoffen, irgendwann am Ziel anzukommen. Diesmal kein Amazon. In so einem Café war ich ja noch nie drin. Voll kaputt. Ich lasse mich ja mal überraschen, ob wir hier in der Gegend überhaupt ein Hotel finden. Weil hier gibt es nur kleine Dörfer. Bin mal sehr gespannt. Ja. Außer dem Café hat nur diese Losverkäuferin offen. Ist wirklich unglaublich. Alle Läden geschlossen. Und es gibt noch nicht mal eine Garküche, wo man was essen könnte. Toll.
wir fanden dann doch relativ schnell eine Unterkunft im Wanzhuan Resort. Die Zimmer kosten zwischen 300 und 500 Baht und wir nahmen den großen Bungalow zu 500 Baht. Ach, da sehen wir, können wir mal sehen, Preise. Die kleine Terrasse hier. Und ich weiß noch immer nicht, wie der Ort heißt, in dessen Nähe wir sind. Zimmer vollkommen okay. Ziemlich groß. Internet scheint auch zu funktionieren. Große Dusche, WC. Ich muss mich noch mal zu dem Zimmer äußern, Leute. Also ich komme da gar nicht drüber. Es wirkt toll und alles mit Holz gemacht und ja, und das Ganze vor 500 Baht mitten in der Natur. Klasse. Ecken, alles in Holz. Panoramafenster. Schiebetüren kann man so ja, ne, keine Schiebetüren, aber kann man aufmachen. Und ich bin mal wieder bei der Arbeit. Und Kai beim Zappeln. Glück hatten wir auch noch, kaum eine halbe Stunde hier und der große Regen ging los. Ein Glück, dass wir hier übernachten. Hoffentlich hält sich das nicht wieder dran. Ja, ich versuche ehrlich zu sein, auch gegen mich selber. Also die Tour heute war doch ein bisschen heftig. Ich bin doch zu alt für solche Mammutstrecken. Der nächste kleinere Ort liegt so circa 3 Kilometer von dem Resort entfernt. Wir fuhren da einige Seitensträßchen rein, da ist absolut nichts. Und wir fanden das hier eigentlich ungewöhnlich. Gerade mal kurz nach 3. Und hier der Markt hat schon offen. Und glücklicherweise gibt es auch einen 7-Eleven hier. Wasser einkaufen. Und werden auch später hier was essen. Bei uns im Ressort gibt es übrigens Essen, aber relativ teuer. Alles so um die 140 Baht. Da holen wir uns lieber hier was. Allerdings gibt es morgens ein kostenloses Frühstück. Sieht ja schon mal gut aus hier. Keine Ahnung, wo Kai wieder abgeblieben ist. Hier geht noch so ein Sträßchen rein. Also auf der Hauptstraße kaum Gebäude. War so eine Reparaturwerkstatt von Mopeds und sonst nichts. Aber in den Seitenstraßen scheint mehr zu sein. Ja, so ein thailändisches Dorf halt. Wunderschöne alte Holzhäuser noch. Und da könnte ich mir mal die Haare schneiden lassen. Oh, eine ganze Reihe hier. Sieht alles relativ sauber aus. Thank you.
Da wird fleißig mit Metall gewerkelt. Weil ich grab. Da mal ein Grab. Oh, so ei. Da mei du gern. Ja, sieht klasse aus, hör mal. Ja, alles sehr ursprünglich hier. Und noch reger Reiseverkehr in beide Richtungen. Gut, das Nötigste einkaufen hier. Immer dasselbe. Die reißen sich ja förmlich um uns. Die leckersten Sachen. Aber man kann hier wieder nirgendwo sitzen auf dem Markt. Ah, hier haben wir was. Noch was essen und dann geht es für uns Hotel oder Ressort, ein Zimmer jedenfalls. Ventilator hält die Fliegen fern. Toll ist diesmal Sen Lek Heng, also Nudeln ohne Süppchen. Und ich habe hier Pak Tapao Mukop. Machen wir was anderes. Duai zusammen 70 Watt. Gibt sogar einige Dorfschönheiten. Zunge, wenn mich nicht alles täuscht, sieht auch nicht schlecht aus. Und ja, heute war ich relativ hektisch drauf. Weiß auch nicht, woran das lag, aber der Verkehr war ziemlich krass. Hier halten sich die Fliegen vom Leib. Der kleine Ort heißt übrigens scheinbar Khao Sai. Und Koi meinte, ich soll euch die kleinen Bungalows noch mal zeigen. Alle freistehend. Man hat also seine Ruhe. Keine direkten Nachbarn. Die kleineren Bungalows waren übrigens auch in Ordnung. Allerdings konnte ich meinen Laptop dann irgendwo hinstellen. Deswegen der größere. Man ist direkt am Feld. So Leute, den Rest des Nachmittags nehme ich mir mal frei. Lege mich gemütlich aufs Bett, lese ein Buch in Ruhe und morgen geht es dann frisch ausgeruht weiter Richtung Korat. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet ihn positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.